Hallo Hansa-Fans. Ja, nun ist es tatsächlich soweit. Die letzte Quiz-Taxi-Folge bricht hier gerade an und wir haben uns für diese Folge die beiden größten Spieler des FC Hansa Rostock, die mit den weitesten Einwürfen, die mit dem größten Allgemeinwissen hierher geholt. Also top of the top, Svante Ingelsson und Ryan Malone. Und ich merke schon, alle Attribute, alle Superlative, die ich hier gesagt habe, die treffen zu. Ryan, ich habe das Gefühl, du bist gut vorbereitet. Oh, auf jeden Fall. Ich bin bereit für diese Quiz-Taxi. Ja. Ganz klar. Svante, ich glaube auch, wenn man irgendeine Fußballfrage hat, alle rufen Svante an, weil Svante hat Ahnung. Stimmt's? Ja, das stimmt. Perfekt, also ihr seht, die Jungs freuen sich, so. Los geht's. Und wir fahren nämlich jetzt einfach hier irgendwo rum, wo die mir gerade lustig ist. Und Dauer ist ungefähr 2 Stunden, ja, also ihr müsst zu Hause dann einfach anrufen. Kein Problem, ich habe schon meine Frau gesagt, dass ich komme später zu Hause. Das ist gut für später. Vielleicht ist es ja dein Telefonjoker nachher. Ja, ich bin gespannt. So, wir starten hier natürlich einfach die Frage Nummer 1. Alles klar. Hansa musikalisch, und ihr seid ja die Musiker ohnehin schlechthin. Die Vereinshymne des FC Hansa Rostock heißt A. Hansa Vater Unser, B. Hansa We Love You, C. Hansa und sonst gar nichts oder D. Hansa Forever. Hansa Forever, Hansa Forever, ja. Ihr seid euch sicher? Ja, ganz klar. Meine Tochter singt das ganze Zeit zu Hause. Ach, ehrlich, ja? Oder nicht komplett singen, weil sie nur 2 Jahre alt ist, aber die ganze Zeit immer zu Hause haben sie immer. Hansa Forever. Ja, ich schwöre. Perfekt. Also, wenn die Tochter das zu Hause singt und ihr euch einig seid, natürlich ist D richtig. Punkt. Siehst du, also Ryan, dein Ziel, ein Punkt ist schon mal erreicht. Ja, das passt. Alles. Wir können jetzt wieder zurück. Sofort zurück. So, ab jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber auch das ist für euch, denke ich, noch gut machbar. Alles klar. Es geht um eure Mitspieler, und zwar kann die Kategorie Hansa Intim. Okay. Welche Rückennummer ist beim FC Hansa Rostock im Profiteam aktuell nicht vergeben? Ist es A, die 26, B, die 22, C, die 14? Oder D, die 12. Welche Rückennummer ist nicht vergeben? Ich würde sagen 22, weil Danilo Zigano, ich und ja, die 12. Wer hat dann die 12? Hat Louis nicht? Komm, geh mal in die Runde jetzt. Wir haben, hast Louis nicht? Simon nicht? Chero nicht? Nein, aber muss ein Torwart sein oder so, zwölf, oder? So B oder D? Ja, es ist entweder B oder D, ist ganz klar. 22. Ich glaube, keiner hat 22. Aber. Nein, 12 ist. Oder welche Nummer hat er? Ich sage, eine Torwart hat sicher 12, oder? Glaubst du? Aber welche Nummer hat Luis? Nee, Luis ist die 22, oder? Oh, ich bin so 90%, dass Luis hat die 22 und 12 ist nicht vergeben. Was hat Ben dann? Keine Ahnung, was Ben hat, aber ich bin zu 90% das für 12, würde ich sagen. Ich würde sagen 12. Wenn es falsch ist, dann es geht auf meiner Kappe, sage ich ganz klar. Svante, bist du mit der Entscheidung einverstanden, ja? Ja, nicht 100%, aber wir machen so. Ihr macht so. Ja. Und zwar sagt Ryan mit Einverständnis von Svante, es gibt nicht die Nummer 12. Die 26 hat Danilo Sikan. Klar, die 14, Svante, hast du selber. Die Nummer 22 hat Luis Klatte. Oh, ja. Hat dementsprechend die 2 ist nicht vergeben. Super, let's go. Ja, nicht schlecht. Punkt Nummer 2 eingefahren. Hey. Sehr gut. Auf Silberpunkte. So. Kategorie 3. Statistik 2. Bundesliga. Oh. Jetzt ist euer Erinnerungsvermögen gefragt. In wie vielen Spielen der 2. Bundesliga hat der FC Hansa Rostock in dieser Saison mindestens 3 Tore erzielt? Waren es A. 3 Spiele, B. 5 Spiele, C. 7 Spiele oder D. 9 Spiele? In wie vielen Spielen haben wir mindestens 3 Tore erzielt? Erste Sieg war gegen Hannover 3-0. Richtig. Dann haben wir Dynamo Dresden 4 Tore haben wir geschossen. Dann, also Dresden und Hannover natürlich völlig richtig, sind ja, schon mal 2. Ne? Aber Kiel auswärts waren nur 2 Tore von Johnny. Ja, weil von Johnny, genau. Dann hatten wir Kiel zu Hause 3 Tore.
Richtig. Stark. Ist defensiv C und D auf gar keinen Fall. Ja, das ist mit 7 und 9. 5 oder 3. Es ist 5 oder 3, aber wir müssen dann nochmal 2 finden. Zwante, wann hat der Nils mal Tore geschossen? Oh, Schalke hat wir 4 Tore gemacht, habt ihr also gesagt? Ja. Schalke, Pauli. Pauli? Nein, nicht Pauli. Schalke, Dresden. Kiel zu Hause hattest Kiel du? Kiel zu Hause, Hannover. Ah, dann es muss B sein, weil wir sind schon vorbei von 3. Ja, oder? Ja. Dann B. Weil 7 würde ich sagen, ist sehr viel. Ihr dürft das so entscheiden, wie ihr mögt. Was ja, denkst du? Ja, 7. 7 ist schon sehr viel. Okay, hat mehr als 3. Wann ist das letzte Spiel? Schalke, Dresden, Kiel und Hannover. Das sind 4. Das sind 4. Da muss noch ein sein. Ne? Aber wenn wir schon vorbei von 3 ist, dann ja, ist es ganz klar 5. Ja, sagen wir 5. Ja, sagen Sie, wir sagen 5. Ja. Ich weiß nicht, von welcher der letzte ist, aber ich sag mal 5. Ja. Was sagst du, Sorte? Ja, 5. Ja, okay, dann sagen wir 5. Sie locken ein B5 und diese Antwort ist richtig. Jawohl! Wer war der letzte? Regensburg. Regensburg? Ah, ja. Ach, stimmt. Oh. Regensburg. Gut, 3 richtige Antworten bei 3 Fragen. 3 von 3, das ist ganz gut. Das ist viel besser, als was ich gedacht habe. Ey, komm, Zwanzig, wir sind gut drin, Junge. Komm, wir schaffen alles. Ja, vor allen Dingen ohne Joker, das ist das Schlimmste dabei. Wow. Ja? Also, aber jetzt braucht ihr einen Joker, weil ab der 4. Kategorie wird es nämlich schwer. Okay. Die meisten eurer Teamkollegen, obwohl die hier teilweise aus dem Norden stammen, können die Antwort nicht richtig sagen. Oh. Die Kategorie ist Plattdeutsch. Oh, yeah. Oh. Das ist das Deutsch, was die Einheimischen hier sprechen. Mann. Ja, letztes Mal irgendjemand hat seine Oma angerufen. Ja. Ich weiß, von Julian Riedel. Ja, genau. Er hat seine Oma angerufen und sie war noch nicht ganz klar. Genau. Die Frage vom Plattdeutsch ist: Wer oder was ist ein Snutenputzer? Ist das A ein Schnaps, B eine Ohrfeige, C ein Friseur oder D eine Zahnbürste? Was ist ein Snutenputzer? Aber es ist irgendwie ein Putzer, aber ich würde sagen, es ist nicht Schnaps, weil Putzer, das heißt. Aber wir haben keine Ahnung. Ja, oder? Ich habe kein Aber. Aber ich denke mal. Ja, du kannst so denken, aber vielleicht ist das so. Ja, Putzer kann Zahnbürste sein, aber Frisur, keine Ahnung. Bro. Ich würde sagen, irgendjemand anrufen oder machen wir die 50-50? Keine Ahnung. 50-50 nützt, glaube ich, nicht so viel. Nein. Sollen wir irgendjemand anrufen? Ja, aber wenn. Ruf mal Simon an. Aber der würde ich keine Ahnung. Wer können wir dann anrufen, Bro? Andy vielleicht? Andy? Ruf ihn mal an. Hast du seine Nummer? Oder wer ist oben so bei Hansa in der Geschäftsstelle? Wer hat da viel mit euch? Wer hilft da viel oder so? Wer könnte Ahnung haben? Olli Schubert, der hat ja immer ziemlich viel Ahnung oder so. Aber ich weiß. Weil Andy ist häufig schwer zu erreichen. Er macht Wäsche und hat keinen Empfang. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Svante. Oder Julian Riedels Oma. Entschuldigung. Hallo. Wir haben eine ganz kurze Frage. Wir machen eine Quiz-Taxi mit Hansa Rostock. Und ein Quiz-Taxi mit Hansa Rostock. Und wir brauchen ein bisschen Hilfe. Ich glaube, wenn Sie kurze Zeit haben. Es ist wegen Plattdeutsch. Aha. Und wir brauchen, das ist die Frage und die 4 Antworten für Möglichkeiten. Schuldenputze. Ja, genau. Haben Sie von dieses Wort irgendwas gehört? Oh. Nee. Kannst du vielleicht einmal von diesem 4 wegschmeißen vielleicht? Zahnbürste wäre zu offensichtlich. Würde ich auch sagen, denke ich auch. Auf Schnaps tippen. Aber, auf Schnaps tippen? Aber ja, würde ich. Das heißt aber Rachenputze, ja. Schnaps.
Okay, super. Aber danke. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Super, alles klar. Ey, aber wir machen Schnaps, sagen wir, weil ich habe auch gar keine Ahnung. Okay, sollen wir Schnaps sagen? Ja, sagen wir Schnaps. Super, vielen, vielen Dank. Na, wir können, sie kann ja bei der Auflösung nochmal mit bei sein. Also, ihr entscheidet euch für A, Schnaps. Schnaps, ja. Vielleicht weiß die andere das ja sonst. Und die richtige Antwort, ein Snutenputzer, ist jemand, der unter anderem auch den Bart rasiert, die Snute putzt und die Haare macht, und es ist tatsächlich ein Friseur. Schade, alles klar. Aber das war wirklich... Das war sehr, sehr schwer. Sehr auf jeden schwer, Fall. Das ist richtig. Schade. Ist okay. Ist okay. Eine können wir falsch machen. Genau. Kein Problem. Damit seid ihr dann noch... Haben wir noch drei, ist kein Problem. Genau. Schaffen wir es. So, oh, jetzt muss ich den hier einmal durchlassen. Moment. Schnaps. Aber ich habe auch gesagt, Zahnbürste, das ist... ist zu einfach. Ja. Frage 5. Kategorie Hansa Familie. Seit 2015 ist Kevin Müller Stammtorwart des 1. FC Heidenheim. In welcher verwandtschaftlichen Beziehung steht er zum FC Hansa Rostock? A. Finanzvorstand Günther Fett ist sein Opa. B. Sportvorstand Martin Piekenhagen ist sein Onkel. C. Vorstandsvorsitzender Robert Marien ist sein Cousin. Oder D. Platzwart Hans Müller ist sein Bruder. Onkel von Pieke. Sollen wir ihn ja anrufen? Ja, ich weiß das. Weißt du schon? Ja, ich glaube. Oh, ganz. Nicht 100% jetzt, aber... Aber du weißt mehr als was ich jetzt weiß. Bro, das ist... Das geht jetzt auf deine Kappe, weil ich habe gar keine Ahnung. Ja, wir sagen B dann. Seid ihr euch sicher? Ganz klar. Wenn Zwante sagt, der weiß schon. Ich glaube, ich habe was gehört, aber ja. Ich sage B. Gut, Zwante sagt, Martin Piekenhagen soll der Onkel von Kevin Müller sein. Und Zwante, diese Antwort ist richtig. Jawohl, Bro, yeah. Mit wem hast du das gehört? Na, ich habe gehört, wie gegen den gespielt hat. So einer hat so gesagt. Nicht schlecht, du hast zwei. Nicht schlecht. Junge, Junge, Junge. Ryan hätte gesagt, der Fett ist der Opa. Also, ja. Nicht schlecht. Gut, also starke. Zwei Fragen noch, vier richtige habt ihr. Und jetzt kommt eine Frage, die kriegen wir immer von einem Bundesliga-Schiedsrichter gestellt. Es ist die Frage, die Kategorie Regelwerk. Aber wenn wir clever sind, müssen wir jetzt die letzten zwei Fragen einmal die 50-50 ja, oder irgendjemand anrufen. Bei der letzten, da hilft meistens kein Joker so richtig. Ja, oder einmal. Ja, machen wir jetzt alles. Jetzt 50-50 und... Vielleicht wisst ihr es ja auch. Ja, aber vielleicht. Ja. Aber die Frage ist sehr knifflig. Ich muss einmal, da kann ich jetzt hier sogar anhalten. Während eines Zweitligaspiels tobt ein Sturm im Ostseestadion. Aufgrund des Regens kann der Ball auf dem Spielfeld nicht mehr richtig rollen. Die Mannschaften gehen in die Kabine, um das Ende des Regens abzuwarten. Wann würde das Spiel abgebrochen werden? A. Nach maximal 2 Stunden. B. Wenn das Regenwasser die Rasenfläche komplett bedeckt. C. Nach ungefähr 30 Minuten. Oder D. Es gibt keine genaue Zeitvorgabe. Es liegt im Ermessen des Schiedsrichters, wie lange gewartet wird. Bei der Regel normalerweise ist, du musst 30 Minuten warten und dann kannst du weiterspielen. Das ist normalerweise die Regel. Aber nach maximal 2 Stunden, Bro, das ist sehr, sehr lang zu warten, ob du weiterspielen kannst. Ja, aber maximal steht da. Ihr könnt ja schon mal den 50-50 nehmen und dann euch konzentrieren. Vielleicht hilft euch der 50-50. Ja, mach 50-50 dann. Sollen wir machen? Ja, machen wir 50-50. Und der 50-50-Joker nimmt A und B weg. A und B weg? Ja, dann machen wir, ja, dann machen D. Wir D auf, ja, auf jeden Fall. Ja, D. Ja, sagen wir D. Das war zack, sich. Nächste Frage. Das war sich jetzt. Hoffentlich. Vielleicht, für die letzte nützt euch eh kein Telefonjoker. Das müsst ihr nur alleine rauskriegen. Ja. Das heißt also vielleicht doch nochmal zur Sicherheit einen Teamkollegen fragen. Sollen wir? Oder willst du Simon anrufen? Komm, Simon hilft das. Ganz klar. Der freut sich. Ja. Ja, du musst lesen. Ich kenn das. Oh. Was ist? Bro. Wir rufen dich an, wir brauchen deine Hilfe. Ja,
Okay, aber kannst du vielleicht kurz mal lesen, weil es ist viel einfacher für dich, schnell zu lesen. Okay, Simon, es ist die Kategorie Regelwerk, deine Lieblingskategorie, und die beiden brauchen deine Hilfe. Der 50-50 ist aber schon weg. Während eines Zweitligaspiels tobt ein Sturm im Ostseestadion. Aufgrund des starken Regens kann der Ball auf dem Spielfeld nicht mehr richtig rollen. Die Mannschaften gehen in die Kabine, um das Ende des Regens abzuwarten. Wann würde das Spiel abgebrochen werden? Und es sind nur noch zwei Antworten übrig. Die erste Antwort ist, nach ungefähr 30 Minuten. Oder die zweite Antwort ist, es gibt keine genaue Zeitvorgabe. Es liegt im Ermessen des Schiedsrichters, wie lange gewartet wird. Also ein starker Regen. Aber wir sind ganz sicher, dass es D ist, okay? Ihr seid sicher, dass was? Dass D ist. Also wann wird so ein Spiel abgebrochen, wenn es unaufhörlich regnet? Nach 30 Minuten ungefähr, oder muss der Schiedsrichter das ganz alleine entscheiden, wann abgebrochen wird, dass es keine Zeitvorgabe gibt dort? Ich sage, liegt im Ermessen des Schiedsrichters. Ja, haben wir auch gesagt. Ja, okay. Alles klar, danke Simon, vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Simon. Viel Spaß noch. Wie viele richtig? Fünf jetzt. Fünf. Das wäre die sechste richtige. Ja, das wäre der letzte. Tschüss. Scheiße. Okay. Ciao, ciao. Ja, sagen wir D, weil Simon sagte, es geht auf seine Karte, nicht unsere. Das ist aber ja einfach gemacht. Wir jetzt schon D tatsächlich. Nee, wir sagen D, ganz klar. Ihr sagt D, es liegt im Ermessen des Schiedsrichters, ob der nach 7 Stunden abbricht oder nach am nächsten Tag. Die richtige Antwort ist C. Nach circa 30 Minuten. Oh Mann, Mann. Ich habe gesagt, normalerweise die Regel, wenn irgendwas passiert ist, dann musst du 30 Minuten warten, aber... Ja, es war richtig. Aber ich dachte, dass... Ungefähr 30 Minuten, weil man ja den Zuschauern nicht 5 Stunden zumuten kann. Ja, stimmt. Deswegen, ob es auf 5 Minuten kommt, es nicht an, aber nach spätestens einer halben Stunde muss er eine Entscheidung treffen, abbrechen oder nicht. Schade. Du hast es richtig begründet. Ja, genau, direkt am Anfang. Ja, das war gut. So, aber ihr könnt noch alles rausholen. Soweit ich richtig, ihr habt ja 2 falsch, 4 richtig, das heißt 4 sind aktuell richtig. Und die 5., das könnte eine Kategorie sein, die euch liegt. Es geht um einen eurer Mitspieler. Es geht einfach um den Namen. Wer ist dieser Mitspieler? Genau, und es ist einfach, dieser Mitspieler ist rückwärts eingesprochen und ihr müsst mir sagen, wer ist das? Bitte einmal abspielen. Ist nun still. Ihr dürft mehrmals abspielen. Wait. Ey, no word. Ist nun still. Es ist Vor- und Nachname. Ist nun still. Das ist Vor- und Nachname. Ja, es ist Nachname. Ist nun still. L, start mal mit L. Ist nun still. Oh, Bro. Warte mal. Lass mich hören kurz. Ist nun still. Nochmal zum Abgespielt. Bro, ich hab gar keine Ahnung. Muss ein kurzer Name sein. Also Svante Ingelsson kann es nicht sein. Es ist definitiv keiner Svante Ingelsson. Mein Name nicht. Oh, keine Ahnung. Hast du eine Idee? Nein. Nein, ganz klar. Oh Mann. Wie fängt es von hinten an? Ist nun still. Wenn du nur die letzten Sachen einmal von Is nun rückwärts, dann könnte man vielleicht drauf kommen. Is nun still. Ist nicht Lukas Schärf. Okay, geh mal hier runter. Ist nicht Schärf. Nein. Nicht, warte, nicht ich. Warte. Ist nun still. Vielleicht ist das ein Y. Ist nun still. Wem heißt Y? Ich? aber das ist Nachname zuerst. Wie heißt du denn rückwärts gesprochen, Ryan? Ja. Nicht Is nun. Wer hat denn noch so ein Y bei euch? Okay. Rich hat Y. Munzi. Rich Munzi?
Ist nun still. Kann sein, ne? Oh. Ist nun still. Ist ein... Oh, der lacht. Ja, guck mal. Guck mal seine Reaktion, wenn du noch richtig Munzi gesagt hast. Guck. Ja, wir hat keine andere. Ich habe keine Ahnung. Ja, wie sagen wir Rich? Rich, okay, Munzi, Rich Munzi. Sie entscheiden sich für Rich Munzi und die meisten eurer Mitspieler haben diese Kategorie natürlich total falsch. Und auch ihr habt natürlich eure Schwierigkeiten gehabt. Ihr könnt einmal weiterleiten und dann ist der Name richtig rumgesprochen. Rich Munzi. Oh! Bro, that was so good. Glückwunsch. Yes. Bro, what? Wie hast du das raus? Bro. Ja, war Y am Ende. Aber IS, weißt du? Das war so stark, Bro. Unglaublich. Nicht schlecht. Ey. Wow. Wow. Und die meisten haben das wirklich falsch, weil das ist nicht rauszukriegen. Aber ansonsten, die werden dich jetzt immer anrufen bei den nächsten Quiz-Taxi-Sendungen, bei diesen Namen werden sie dir immer. Gott, perfekt, dann gehen wir einmal raus. So, ja, also Snum wurde richtig sozusagen rausgehört. Svante Ingesson, der Mann mit den besten Ohren des gesamten Spielerkaders. 5 richtige Antworten sind es geworden. 5 × 20 €, 100 € für den guten Zweck. Ja, und weil du so gut gehört hast, kannst du ja mal gucken, was in unserem letzten Umschlag drin ist. Dahin geht das Geld. Einmal aufreißen, gnadenlos und dann schauen wir, wie welcher gemeinnützige Zweck dann diesmal das Geld bekommt. Es bekommt, wir schauen, der Verband für Behinderten- und Reha-Sport, der VBRS. Unser Kooperationspartner sitzt da drüben, also herzlichen Glückwunsch, die 100 € sind auf dem Weg. Perfekt. So, also den beiden Jungs hat Spaß gemacht, ihr habt es gesehen. Ich hoffe, euch zu Hause hat es auch Spaß gemacht. Das war jetzt erstmal die letzte Sendung des Quiz-Taxis hier von dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat und ihr eine Neuauflage eventuell haben möchtet, dann freuen wir uns über eure positiven Kommentare oder schreibt einfach den Verantwortlichen und sagt, das Quiz-Taxi ist cool, das wollen wir wiedersehen. Ansonsten mehr von dieser Stelle, bis bald, ahoi, ciao. Ciao.